Allerdings glaube ich, wir sind am Ende gewesen. Sag, was es soll geschehen. Ja, und jetzt? Achso, wir können da durchgehen. Der Tod naht mit raschen Schwingen. Mein Versteck ist nicht länger ein Ort der Zuflucht. Ja, Versteck? Wieso versteckt ihr euch hier? Warum ich mich verstecke? Na, warum versteckt man sich schon? Ich verstecke mich vor dem Tod. Mein Geist fürchtet wie die Geister aller Lebewesen um sein Leben. So sehr, dass ich vor dem Tod fliehen muss und ihn betrüge, indem ich mich vor ihm verstecke. Euer Kommen ist der Grund dafür, dass ich mich hier verberge. Denn in meinen Visionen wandelt mein Tod in eurem Schatten. Daher bin ich von meinem Volk geflohen und habe versucht, mich vor euren Augen zu verbergen. Und deshalb habe ich dieses Treffen so lange gefürchtet. Doch Furcht ermüdet den Geist. Und außer weiterer Furcht hat es mir nichts gebracht. Tötet mich, wenn ihr wollt. Oder lasst mich hier und sie wird mich finden und töten. So oder so sterbe ich denselben Tod. Sie wird mich töten? Von wem redet ihr? Ihr habt die Kreatur gesehen, die Wilfdens Körper wie einen Mantel trägt. Sie hat gut gewählt. Ihr meint Hierod? Wilfden hat uns erzählt, dass er mit Hierods Geist verschmolzen ist. Ach was. Hierod ist schon lange tot und von dieser Welt gegangen. Diese Kreatur ist von anderer Art. Eine Seele dessen, wie es einst war, aber nie mehr sein kann. Wer oder was ist diese Kreatur? Sie ist die Seele einer, die vor langer Zeit im Norden starb. Und sie trägt in sich den Tod des Nordens. Sie hat Wilfdens Körper übernommen. Und damit auch das Herz seines Volkes. Es ist also eine weibliche Person. Sie ist schlau und bewegt sich wie Eis. Langsam und geduldig. Sie wird ein schwieriger Gegner sein. Denn sie trägt den Tod in sich. Wie ihr alle. Also, wie können wir diese Kreatur besiegen? Dieses Ding, das jetzt Wilfdin ist? Alles hat eine Schwäche. Und diese teilen die Kreatur, die Wilfdin ist und ich. Das Sehen. Wisst ihr, warum ich mich hier versteckt habe? Warum ich diesen Ort wählte? Das Eis ist ein Schild. Stärker als Stahl oder Eisen. Die Kreatur, die Wilfdin ist, weiß es zwar nicht. Aber sie kann sich dem Eis nicht nähern und dabei Wilfdin bleiben. Warum nicht? Eis ist etwas Merkwürdiges. Man kann hindurchsehen und sich doch auch selbst darin sehen. Darin liegt Macht. Die Kreatur in Wilfdens Körper ist ein stolzes Wesen, wie alle ihrer Art. Sie kann es nicht ertragen, sich als etwas zu sehen, das sie nicht ist, gleichgültig in welchem Körper sie sich verbirgt. Der Spiegel, mit dem ihr euch hier Zutritt verschafft habt, wird sie zwingen zu sehen. Und wenn sie sich sieht, wird Wilfdens Körper von ihr rinnen wie Wasser. Zurückbleiben wird nur das Biest, der große Wurm aus Eis und Schnee. Ein Drache. Haltet ihr den Eisspiegel vor. Sie wird ihn erkennen, denn er ist aus ihrem Element. Und jedes Ding kennt seine eigene Natur. Ja. Ihr habt Wilfdens Schwäche gelernt. Wir sind der Seherin in der Tiefe des Finsterwalds begegnet. Sie erzählte uns, dass Wilfdens Leiche von einer Kreatur mit einem Herz des Winters besessen ist. Wenn wir jedoch den Spiegel aus schwarzem Eis, mit dem wir uns Zutritt zu ihrer Kammer verschafft hatten, Wilfdin vorhalten würden, würde das in seinem Körper hausende Wesen sein wahres Gesicht zeigen. Ja, aber ihr könnt doch sehen, was Wilfdin ist und was er nicht ist. Kommt mit uns, die Barbaren würden auf euch hören und wir bräuchten den Spiegel nicht. Wir sind durch diese dreckigen Höhen gekrochen, haben euch endlich aufgespürt und sollen jetzt ein billiges Stück Tanz zu Wilfdin bringen und damit einen Krieg beenden. Da kommt ihr doch wohl lieber mit und verleiht unserem Standpunkt Gewicht. Nehmen wir die Eins. In ihrem Schatten lauert mein Tod. Ich werde mich ihr nicht nähern. Der Spiegel genügt. Und meine Worte sollen nur durch euch gehört werden. Wenn eure Visionen wahr sind, wird euch der Tod finden, ob ihr euch in den Höhlen versteckt oder nicht. Wie könnt ihr sicher sein, dass der Spiegel sie entlarvt? Na gut, wenn ihr nicht mitkommt, muss der Spiegel halt genügen. Ich werde ihn zu Wilfdin bringen. Nehmen wir die Zwei. Eine Frau kennt das Herz einer Frau. Und wie seltsam, schön und grausam es ist.
Aber das Grausamste von allem ist das Herz des Winters. Denn es schlägt nicht mit Liebe, sondern mit Verlust. Und nichts kann es trösten. Wenn ein menschliches Herz bricht, kann es heilen und vergeben. Wenn ein Herz des Winters bricht, ist es wie Eis. Es zersplittert und kann nie mehr geheilt werden. Ein Herz des Winters wird unser Volk und das Eure ins Verderben reißen. Und nur, damit es sich erinnern kann, was Leben einmal war. Nicht, was es ist. Warum will diese Kreatur, die Wilfdin beherrscht, warum will sie die Zehnstädte zerstören? Ihr Herz wurde einmal von einem Mann aus 10 Städte gebrochen. Es war ein ziemlich heftiger Bruch. Denn dabei verlor sie ihr Königreich, ihre Liebe und ihr Leben. Jetzt schlägt ihr Herz mit der Rache des Winters. Man kann doch sicher vernünftig mit ihr reden, es muss doch keinen Krieg geben. Da wird ihr Herz erneut brechen. Wir werden den Spiegel mitnehmen und diese Sache zu Ende bringen. Nehmen wir die Eins. Der Zorn einer Frau ist etwas Schreckliches. Okay. Viele Frauen habt ihr auf euren Reisen getroffen. Vielen mehr noch werdet ihr begegnen. Ihr werdet lernen, ihre Herzen zu lesen. Wir haben 3 Stück hier in der Gruppe. In einer jeden ist Wut und Liebe, Hass und Trauer. Ich habe ihre aller Tod gesehen. Auch wenn der Tod sie noch nicht ereilte. Soll ich euch erzählen, was ich in ihren Herzen sehe? Ich würde gerne hören, was ihr seht. Eine Frau hält ihr Herz wie ein Ertrinkender einen Stein und weiß nicht, dass es sie in die Tiefe zieht. Ihre Träume sind Leuchtfeuer, die ihr Kriege und unmögliche Siege vorgaukeln. Eine lebt unter einem Spiegel des Himmels und hat ein Herz wie ein Meer. Zu groß, als dass ihr Wille es beherrschen könnte. Sie kannte einst die Liebe und liebte dann erneut. Ihre Liebe hat den Norden in den Untergang geführt. Eine andere Frau baut große Schiffe auf geschmolzenen Meeren und träumt derweil von Wesen der Reinheit und wie diese verdorben werden könnten. Wie sie selbst einst verdorben wurde. Ich sehe sie sterben und ihre Träume zu Asche werden. Das ist die Maid Ilaria, die wir schon getötet haben. Denn sie wollte Einhörner verderben und hat ja ein Schiff im Lavasee gebaut, um damit Dunkelelfenstädte zu fluten. Und die letzte. Oh, die letzte. Die Leidenschaften der alten Rassen brennen so hell, wenn Gerechtigkeit und Hoffnung sie nähren. Eine, noch ein Kind, liebte so sehr, dass sie den eigenen Vater verließ, um unter der Erde für ein Volk zu sterben, das sie nie getroffen hatte. Das ist Elaine oder Elaine oder wie sie hieß, von den Elfen aus der abgetrennten Hand, die bei den Zwergen in Dorntief gestorben ist. All das wird geschehen. Oder ist es bereits? Ihr werdet ihnen begegnen oder ihr seid ihnen bereits begegnet. Es ist gleich. Die Zeit fragt nicht nach Gegenwart und Vergangenheit. Woher wisst ihr all diese Dinge? Seht ihr sie in Visionen? Ich sehe sie durch die Augen von Hunderten, Kind. Welch ein Anblick. Es ist, als sei mein Leben auf zahllose Äste eines großen Baumes verteilt. Und ich kann durch die Augen eines jeden Astes an einen anderen Ort sehen. Oder in eine andere Zeit. Ich hatte Visionen von der Vergangenheit, vom Tod, von schneckenhausförmigen Städten und einem Garten voller Brombeeren. Von Kreaturen aus Geist und Stein. Dort war ich nicht ich selbst. Und dennoch sehe ich immer durch die Augen einer Frau. Okay. Okay, das reicht jetzt. Wir nehmen den Spiegel mit zum Wilfdin und wir sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Wenn ihr diesen Ort verlassen möchtet, kann ich eure Reise beschleunigen. Jedoch nur bis zum Eingang von Finsterfrost, nicht weiter. Wünscht ihr meine Hilfe? Nein, ich habe noch etwas in diesen Höhlen zu erledigen. Dann macht euch auf den Weg. Der Zeitpunkt meines Todes naht. Ihr bleibt besser nicht hier. Ja. Also, da steht sie. Die nette blinde Frau. Der Düsterfrostseher. Und wir haben Stufenaufstiege. Nur bei Hagrim? Ja. Nur bei Hagrim habe ich mich verlesen. Wir kriegen eine Waffenfähigkeit. Rettungswürfe sind verringert. ETW, Trefferpunkte.
Also mehr Punkte in zwei Hände. So, und jetzt kann sie uns rausbringen. Weshalb seid ihr zurückgekommen? Es wurde alles Notwendige gesagt. Und jetzt müssen sich unsere Wege trennen. Ja, könnt ihr mich an die Oberfläche des Gletschers bringen? Flupp. Sehr schön. Weil sonst Vorwärts! müssten wir einmal im Kreis laufen. So, jetzt kehren wir erstmal nach Einsamkeit zurück. Sofort! Erschrecken uns kurz, weil wir jetzt alle erschöpft sind. Tut der Zauber auch erschöpfen? Also, wo ist er denn? Nee, steht nichts dabei. Wie kann weiter? So, reden wir erstmal mit Weiter! dir. Wer seid ihr nochmal? Freue mich, euch kennenzulernen. Ja, okay. Also ihm können wir nichts über den Zwerg erzählen. Was sagt denn eigentlich unser Tagebuch? Herz des Winters, eine Rose. Dann geben wir dir mal die Rose. Die unerschrockenen Helden sind also wieder zurück. Was? Ich nehme an, ihr habt euren Auftrag erfüllt. Was führt euch zurück in den pfeifenden Galgen? Diese Eisrose haben wir draußen am Gletscher gefunden. Was? Wie kann das sein? Das ist bestimmt ein Trick, eine Art Sinnestäuschung vielleicht. Es ist nicht nur ein Trick. Es gibt sie wirklich und möchte, dass ihr sie bekommt. Es gibt sie wirklich? Nach all den Jahren habe ich endlich eine Eisrose gefunden. Und kann ich endlich nach Orkney zurückkehren und meine große Liebe, die Prinzessin, heiraten. Vielen Dank, mein Freund. Ich werde immer in eurer Schuld stehen. Gegenstand verloren, die Eisrose. Erfahrungspunkte. Ihr habt Murdag eine Eisrose gegeben. Gern geschehen, Murdag. Lebt wohl. Und noch mehr Stufenaufstiege. Stufe erhöhen. Priesterzauber erster Grad, ETW reduziert. Drei Trefferpunkte, Handauflegen verbessert. Sehr schön. Nee, Schutz vor dem Bösen kannst du ja so. Dann. Ja. Minus 2 auf alle Würfe durch Verderben wäre nicht schlecht. Gibt es da Rettungswurf dagegen? Rettungswurf? Nein. Das macht das Ganze noch praktischer. So, bei dir. Stufenaufstieg erstmal. Auch ein Zauber des ersten Grades. ETW. Drei Telferpunkte. Ja, kannst nochmal so eine nehmen. Oh, du hast auch einen Stufenaufstieg. Zusätzliche Waffenfähigkeit. Ja. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Gucken wir einfach mal. Ah, die erste Stufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, kriegst du jetzt einmal Furcht bannen. Hier kriegst du noch einen Zauber. Ganz ehrlich, nehmen wir einmal Stärkung raus und dafür noch einen Heilzauber rein. Hier. Was nehmen wir hier rein? Ah, noch einen heiligen Schlag. Hier nichts Neues, hier nichts, hier was Neues. Noch eine Heilung oder Tiere herbeirufen? Nee. Dieser Zauber umgibt den Anwender mit einem schützenden Energiestrudel.
Ja, komm. Nehmen wir noch ein. Wobei, was könnten wir sonst? Luftdiener. Na komm, nehmen wir einen Luftdiener. Und hier hat sie nichts. Gut. Jetzt Durchstufenerhöhung.